Wenn es in den Messehallen am Stuttgarter Flughafen nach Hundefutter riecht und überall freudiges Gebell zu hören ist, geht die bekannteste Tiermesse im Land über die Bühne. Die Animal lädt jährlich zehntausende Besucher ein, mit ihren tierischen Freunden an den zahlreichen Ständen vorbeizuschlendern oder an einer der unzähligen Shows dabei zu sein. Aber nicht nur Hunde waren auf der Messe zu sehen. Verschiedene Schlangenarten, von winzig klein bis riesig groß, diverse Fischarten konnten ebenso bestaunt werden wie des deutschen zweitliebstes Haustier, die Katze. Wer es lieber groß mochte, freundete sich mit den verschiedenen Pferderassen an. An den Messeständen zeigten Hersteller und Tierfreunde die neuesten Innovationen und Produkte. Der Auswahl waren schier keine Grenzen gesetzt. Dass der Hund dieses Jahr im Mittelpunkt der Animal stand, wurde mit den vielen Attraktionen untermauert. So fanden Dogdance-Vorführungen statt und wer wollte, konnte die vierbeinigen Menschenfreunde bei ihren Wettrennen anfeuern. Einige Begleiter auf vier Pfoten eiferten bei den Wettkämpfen mit, andere wiederum kümmerten sich lieber um ihre eigene Fellpflege und ließen sich vom Messetrubel nicht aus der Ruhe bringen. Die Besucher aus nah und fern konnten große und kleine Tiere, hübsche und weniger ansehnliche Exoten betrachten und sich auf dem Aquaterra-Pfad auf eine spannende Reise durch die animalische Erlebniswelt in Leinfelden-Echterdingen begeben.